Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauenstream. Heute mit einer erneuten Runde Yoga. Wir fangen heute mal ganz entspannt an. Wenn ich mal abchecke hier, ob das funktioniert. Ah, es funktioniert. Wieder mit einem bisschen. Mit einer Begleitmusik. Jetzt habe ich den Anschluss verloren. Ja, genau. Wir fangen heute mal im Stehen an und gehen dann zu den Bodenübungen. Erstmal ein bisschen stretchen. Heute mal smooth. Wir stellen uns in Position, Arme nach oben und dehnen uns auf die linke Seite. Die fertig und essen. So, dann stellen wir das eine Bein auf und links runter. Nicht mit dem Becken abkippen. Schön nach vorne halten, damit die komplette Seite gedehnt wird. Zur anderen Seite. Gehen von hier aus in die Krieger 1 Position. Legen den Arm auf das Knie. Kurz entspannen. Das nun auf der anderen Seite. Guten Morgen, danke für dein Follow. Das Knie ablegen. Tutti. Einmal entspannen. Na, Tutti los. Baby Boy, danke für dein Follow. Und so, dann nehmen wir das
Bein in die Hand, versuchen die Balance zu finden, Arm nach vorne strecken. Tief wie möglich runterkommen. Eine wackelige Angelegenheit. Schön, dass du dich hinlegst, Judy. Andere Seite. Wechseln wir zu den Übungen auf dem Boden. Zu Tutti. Ja, mein Mäuschen. Beckenübung. Viermal. Jetzt können wir wieder in die Hand nehmen. Und wir ziehen uns auf die rechte Seite. Bewegen das aber auch mal umkreisen, sodass der innere Muskel beansprucht wird, der Hüfte. Strecken wir das Bein. Wir nehmen es gleich mit dem Theraband als Unterstützung. Und ziehen es nach außen. Entspannen. Und wieder anspannen. Dann nehmen wir das andere Bein. Genau das Gleiche und in die Hand nehmen. Schieben das rüber nach außen und bauen hier durch Spannung in der Hüfte auf. Bewegen das auch hier. Je nach Gefühl müsste ich das machen.
stressfrei. Geht's wieder weiter mit dem Theraband. Und wir ziehen das Bein nach außen. Der Druck ist immer noch hier und äußerlich. Somit spannen wir auch gleich die Hand mit an. Trainieren den Bizeps. Kurz entspannen. Und wieder anspannen. Dann gehen wir von hier aus das Bein stretchen. Fuß in die Höhe strecken, Wade anspannen. Und wenn ihr so weit seid, dann nach links und nach rechts bewegen. Dies ist natürlich im Inneren mehr anstrengend, weil man die Muskeln weniger beansprucht. In meinem Fall nach links. Und dann natürlich auch auf der linken Seite. Dann stellen wir die Beine auf. Nehmen das rechte Bein in die Höhe, das linke angewinkelt. Und auch hier spannen wir von eigener Kraft die Wade an. Fußspitzen in die Höhe. Nicht mit dem Becken abkippen. Und halten. Einmal wechseln.
andere Seite. Seite. Kurz entspannen. Und dann nehmen wir beide Beine in Höhe. Füße locker machen. Machen wir die Brücke. Stimmt etwas irgendwie die Musik. Ich brauche etwas Ruhigeres. Klaviermusik ist schön. So. Bequeme Position. Die Hüfte nach oben. Und dann nehmen wir das rechte Bein zu einem Dreieck. Und halten. Wechseln wir einmal die Seiten. Ablegen, dann die Hüfte einmal komplett durchdrücken. Entspannen. Und wieder das Gleiche. Hüfte nach oben. Rechtes Bein nach oben. Das Bein. Legen wir wieder ab und drücken noch ein letztes Mal die Hüfte durch. Und entspannen wieder.
Guten Morgen, LeFloid. Nein, das ist heute keine Wiederholung. Jetzt bin ich da. So, wir gehen wieder in den Schneidersitz. Nehmen erst beide Handflächen auf den Rücken, pressen zusammen und ziehen die Handflächen nach oben, auch mit dem Oberkörper nach vorne gehen. Immer wieder entspannen. Und noch einmal. Entspannen wir uns wieder. Arme ausschütteln. Nehmen wir die Handflächen. Zu dicht am Mikrofon. Drehen wir nach hinten, Brust raus. Kinn nach oben. Und ziehen nach vorne, als würden wir einen Baum umatmen. Schultern und Rücken rausdrücken. Dann müssen wir uns mal einen Zentimeter nach rechts bewegen. Hier steht zu viel. Gleich nochmal. Brust raus. Kinn nach oben. Und wir gehen wieder nach vorne. Öffnen. Brust raus. Und ein allerletztes Mal schließen wir uns wieder. Entspannen uns. Mal die Arme nach oben. Und wir strecken uns, als würden wir die Decke berühren. Schultern nach oben ziehen. Und entspannen uns. Und noch einmal drücken. Und wir entspannen uns. Nein, es ist immer noch keine Wiederholung. So, wir stellen den linken Fuß auf, rechtes Bein angewinkelt zum linken, Fußspitzen nach oben. Und dann versuchen wir unser Bein zu umarmen und mit Ein- und Ausatmenübungen langsam zu den Beinen zu kommen.
wechseln wir einmal die Seiten. Und auch hier das Gleiche. Gerne, LeFloid. Ich hoffe, dass es entspannt ist. So soll es auch sein. So das Gleiche hier wieder. Einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Wieder hoch. Bleiben in dieser Position. Wenn der Hand nicht im Weg ist, wollen tut sie. Beine angewinkelt. Scheiße, einfach tut sie. Dann nehmen wir das rechte Bein und heben das auf das linke. Das ist wirklich sehr schwer, muss ich sagen. Wenn ihr schafft, das linke Knie in die Hand nehmen, sieht so wahnsinnig einfach aus, aber das ist es nicht. Lösen wir wieder auf, wechseln die Seiten, auch hier wieder das Gleiche. Die Knie in die Hand und kreisen langsam die Hüfte. So bewegt ihr sanft eure Wirbelsäule mit dazu. Auch die Seiten wechseln in die andere Richtung. Finde ich auch jetzt sehr, sehr entspannt. Dann kommen wir wieder zum nächsten. Man könnte denken, ich habe ein Handtuch neben mir liegen. Wir drehen uns dafür mal auf die andere Seite heute. So. Dann machen wir wieder den Rücken.
Arme parallel zur Brust. Und dann strecken wir unseren Bauch raus. Nach oben. Überkreuz, Gesäß nach außen. Und einmal das umgedrehte Einkatzenbuckeln. Rücken, Schultern schön nach oben strecken. Und wieder umgedreht. Und ein letztes Mal machen wir den Katzenbuckel. Machen die Schulter frei. Und wieder das Knie aufstellen. Arme zueinander. Und dann kreisen wir den linken Arm. Viermal. Positionieren wir uns neben das Knie. Gehen mit dem Oberkörper nach unten. Das gleiche genau auf der anderen Seite nochmal. Knie entspannt auf den Boden, Fuß ablegen und auch hier kreisen mit den Armen. Wir stellen uns auch neben das Knie auf und kommen mit dem Körper runter. Zurück. So. Dann stellen wir das rechte Bein auf, drücken die Ferse nach hinten, sodass Anspannung auf die Wade kommt. Dann ziehen wir das Knie zur Stirn viermal. Das Bein ab und das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Fuß aufstellen. Ja.
nach oben. Und wieder ziehen wir das Knie zur Stirn. Strecken wir die Arme nach vorne. Beine auseinander. Kopf ablegen. Strecken uns, machen den Rücken lang. Rechte Hand, schieben sie unter die linke und strecken unsere Schulter bis zum Rücken. Und wechseln einmal die Seiten. Wieder zurück in die Position, gehen nach vorne. Der Hund ist irgendwie ein bisschen wie ich wollte. Strecken die Arme aus und die Beine. Dann entspannen wir uns, atmen tief ein und aus und noch einmal. Wir entspannen uns wieder. Dann kommen wir mit dem Oberkörper nach oben. Geh etwas zurück. Indem ihr den Kopf in den Nacken legt, habt ihr mehr Spannung auf dem Rücken. Dass etwas zu viel ist, nehmt ihr den Kopf wieder nach unten und nehmt die Anspannung etwas raus. Und einmal ablassen. Dann gehen wir in den herabschauenden Hund. Einer liegt schon neben mir.
Dann treten wir die Beine durch, richtig in die Fersen mit Bewegung der Hüfte. Vom Vorteil, wenn man keine Socken anhat. Zu Ende zu machen. So, meine lieben Leute, das war's mal wieder mit Frühsport. Haben wir heute auch lange gemacht. Ist ja alles schief hier. Jetzt wird es wieder noch mal eine Wiederholung von gestern geben. Und ich wünsche euch ansonsten erstmal einen schönen Tag. Genießt ihn und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen wieder.